bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Menschen und auf das Verhältnis von Menschen zu Objekten, zu Dingen. Ja? Das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass ein vibrierender Draht entstehen muss und dass nicht eine Entfremdung passiert. Wir erleben gerade in unserer Wohlstandsgesellschaft und noch angetrieben durch die Digitalisierung eine zunehmende Entfremdung. Wenn Sie in ein Konzert gehen, wurscht, ob das jetzt Klassik ist, Pop oder Rock oder was immer, und Sie sind an dem Tag nicht gut drauf, oder es hat den ganzen Tag schon geregnet und niemand hat irgendwie das Gefühl, dass hier sich Resonanz bildet, dann kann das ein enttäuschender Abend sein. Und umgekehrt sind Sie manchmal auch in Situationen, da hätten Sie nie damit gerechnet und plötzlich entsteht im Raum eine Resonanz und alle sind bei einem gemeinsamen Konzert fortgezogen in diesen Resonanzraum und spüren das unmittelbar. Ja.